Hallo, ich habe gerade eine Idee angefangen zu stricken, die in Berlin dieses Wochenende gekommen ist. Ich habe da eine Freundin besucht mit einer anderen Freundin zusammen und da waren wir im Wollgeschäft und ich habe eine Wolle in sehr, sehr schönen Farben gefunden, die insgesamt einfach mal ein bisschen was anderes sind, als was ich sonst so mache. Aber die haben mir sehr gut gefallen und es kam die Idee, eine Radler zu stricken. Eine Radlerhose. Ich habe noch nie eine Hose gestrickt. Ich finde die Idee aber sehr witzig und ich habe schon sehr, sehr coole gestrickte Hosen gesehen. Und deswegen nehme ich euch heute in diesem Video mit, im Experiment eine Radlerhose zu stricken. Ja, ich bin mir auch noch unsicher und ich bin mal gespannt, wie das am Ende aussehen wird. Und vor allem habe ich angefangen und gerade festgestellt, dass ich direkt ein paar Mal schon zu viel aufgenommen habe. Das heißt, wir fangen an mit Rippeln. Ich habe mir als Vorlage eine meiner Radlerhosen genommen. Ich glaube, das, was so ein bisschen tricky wird, ist den Stretch-Faktor einzubeziehen. Also ich kann natürlich nicht genau die Form nachmachen, wenn das sich anders dehnt. Aber es dient als Orientierung, gerade auch so mit der Länge oder so. Also ich nehme es auf jeden Fall als Orientierung. Und ich habe eine Maschenprobe gemacht. In diesem Muster, das sind nämlich die Farben, ich weiß nicht, wie gut man es erkennen kann, so. Die Farben, die ich benutzt habe, so ein Cremeton. Dann habe ich einen Rosaton, so einen, ja, was ist das für eine Farbe, so ein grünlicher Senfton vielleicht. Und dann habe ich noch ein Dunkelblau. Und ich werde das in so einem geringelten, gestreiften Muster machen und oben das Bündchen mache ich dann in einem Doppelstrick und wechsle dann zu glatt rechts, damit sich das oben eben mehr zusammenzieht und etwas stabiler ist und dann der Taille hält. Allerdings habe ich auf jeden Fall zu viele Maschen aufgenommen. Also ich dachte, dass sich der Doppelstrick noch weniger zieht, aber der ist doch schon ganz gut stretchy. Das heißt, ich kann auf jeden Fall ein paar Maschen weniger aufnehmen. Das Ganze sieht gerade so aus. ja, also ihr seht, es zieht sich sehr, sehr auseinander. Und ich habe das anprobiert und mir dann hier mit zwei Maschenmarkierern markiert, wie viele Maschen ich weniger aufnehmen muss, damit es passt. Und damit habe ich mir das markiert und ja, ich muss dafür alles wieder aufmachen, aber es macht sonst keinen Sinn. Das sitzt sehr, sehr niedrig auf der Taille und ich hätte die schon lieber so ein bisschen High-Waist. Genau, das heißt, es muss geribbelt werden. Ich muss sagen, irgendwie bin ich ja letztens mit einer Freundin auf das Thema gekommen, dass es auch manchmal ganz schön ist, bei anderen Leuten zu sehen, dass nicht immer alles direkt perfekt läuft und man nicht immer nur das Endergebnis beim Stricken sieht, sondern auch mal sieht, dass nicht immer alles direkt funktioniert. Und viele schreiben mir auch, wenn sie Fragen haben oder so, ja, jetzt muss ich das alles wieder aufribbeln. Oft kann man das auch umgehen, dann, wenn so Fragen kommen, aber naja, manchmal ist es auch einfach so, ja, das gehört halt auch dazu und es kann am Anfang ein bisschen frustrierend sein, aber wenn man selber Sachen ausprobieren möchte oder ja, mit anderen Wollen, mit anderen Nadeln stricken und so weiter, das kann dann schon immer so sein, dass man dann doch mal was aufrollen muss. Aber es ist eben irgendwie auch der Prozess und ich muss sagen, mir macht es auch Spaß, mir so Sachen auszudenken und das ärgert mich das schon auch manchmal, wenn ich dann irgendwie was aufrollen muss. Natürlich, vor allem wenn es häufiger passiert. Aber gerade wenn ich jetzt sowas neu ausprobiere, ist das oft einfach auch Teil des Ganzen. Ja, und dann sehe ich das einfach als Teil des Prozesses. Ja, so, ribbeln. Ich habe keine 3 mm Rundstricknadel in einer etwas längeren Länge, sondern sehr kurzen. Und deswegen nutze ich gerade ein Nadelspiel, um das rund zu machen. Es ist ein bisschen unpraktisch. Also ich glaube, es wäre mal Zeit für ein 3 mm Nadelspiel, ein längeres. Ich brauchte sowieso mal eins.
Ich habe letztens schon mal eins gebraucht. Deswegen ist es, glaube ich, mal an der Zeit. Aber es funktioniert auch so mit dem Nadelspiel. Aber ich würde sagen, es ist interessant, so damit zu stricken, mit so viel da drauf. Aber na gut. Manchmal muss man ein bisschen kreativ werden. Und es ist nur fürs Bündchen. Danach arbeite ich mit einer 4mm Nadel und die habe ich. Aber ich fand es schöner, wenn das Bündchen ein bisschen enger gestrickt ist und in 3mm. Naja, jetzt probiere ich das hier so aus. Okay, kleines Update. Ich habe bisher wieder so ein Stück gestrickt. Ich habe es auch schon anprobiert. Es passt jetzt an der Taille, aber es ist nicht so einfach über den Po zu bekommen. Also das Verhältnis von ist es stretchy enough und passt über den Po drüber, aber dann schmal genug, dass es an der Taille passt. Ist gar nicht so einfach, aber es ist nicht super schwer, es ist nur nicht so flupp, wenn ihr wisst, was ich meine. Also werde ich das jetzt so lassen. Ich meine, es passt. Es ist auf jeden Fall noch nicht optimal, aber es ist erstmal nur ein Experiment für mich. Also ist das okay. Und es passt unten auf jeden Fall alles. Und ich finde, das Muster wird sehr hübsch. Ich habe jetzt am meisten von diesem Senfton, Senfgrünton verwendet. Davon habe ich allerdings nur zwei Knäuel. Ich denke, dass ich da nochmal eins brauchen werde. Weil ich das jetzt von dem Muster her am meisten verwende. Aber ich finde, dass das insgesamt eigentlich sehr, sehr schön wirkt. Ich hatte da überlegt, ob ich das irgendwie nochmal umdrehe und abwechselnd mit anderen Streifen quasi mache, dass ich ein bisschen weniger davon brauche. Aber es gefällt mir sehr gut so. Deswegen brauche ich dann je nachdem einfach davon nochmal einen Knäuel. Ich weiß generell nicht, ob es reichen wird, was ich habe. Ja, aber das ist mein Update. Ich probiere das mal an mit der Radl darunter und zeige euch, wie das gerade aussieht. Okay, so sieht es gerade aus. Ich habe jetzt genau vorne und hinten in der Mitte so einen geraden Streifen gelassen, an dem ich daneben dann zunehme, damit es quasi für die Hüfte so ein bisschen breiter wird. Und das mache ich dann so, ich habe das jetzt glaube ich immer in jeder sechsten Reihe gemacht. Und genau, das mache ich dann bis hier. Und da werde ich dann wie bei so einem Ärmel, glaube ich, unten in der Mitte Maschen zunehmen und dann die beiden Beine von da aus dann einzeln weiter stricken. Das ist gerade in meinem Kopf die Vorstellung, wie sowas funktioniert. Ja, wie gesagt, ich habe auch noch keine Hose gestrickt, aber das ist mein Versuch. Ja, also, das ist gerade der Stand und es passt auf jeden Fall. Hier oben ist auch die Radlerhose. Und ich würde sagen, das passt erstmal gerade ganz gut so. Okay, also es ist jetzt schon so weit. Ich habe es gerade eben mal auf die Radler von mir gelegt, dass ich jetzt die beiden Beine trennen werde und hier zwischen den Beinen ein paar Maschen noch zunehme. Also quasi so wie wenn ich einen Ärmel abnehmen würde, nehme ich jetzt eine Seite ab, nehme dann Maschen auf und werde dann eine Seite in Runden stricken und danach die andere Seite. Das heißt, ja genau, eigentlich quasi genauso wie wenn ich einen Ärmel stricken würde, mache ich das jetzt. Mal schauen, ob das dann so klappt. Bisher passt es nämlich auf jeden Fall sehr gut. Mal anprobiert. Das sollte eigentlich ganz gut klappen. Ich habe jetzt hier das Ganze getrennt, also hier die Maschen aufgenommen
und dann kann ich jetzt an dem einen Bein hier weiter stricken und dann werde ich hier auf der anderen Seite die Maschen an denen aufnehmen und dann da weiter stricken. Genau, also ich glaube, das könnte ganz gut klappen. Ich hoffe natürlich, das passt dann auch, aber ich kann das jetzt noch nicht so gut anprobieren und oder beziehungsweise es stretcht sich jetzt gerade noch so sehr, weil ich gerade erst eine Runde darüber gestrickt habe. Genau, deswegen denke ich, dass ich das erst anprobieren kann, wenn ich da ein paar Runden drüber gestrickt habe, um zu testen, ob das wirklich von der Weite, von der Länge her passt. Aber ja, zur Not mache ich da nochmal ein paar Reihen auf. Also ich stricke jetzt nochmal 3, 4, 5 Reihen drüber und dann probiere ich es nochmal an, ob das so funktioniert. Ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, ob das klappt. Aber ich bin immer noch sehr happy mit dem Muster. Ich finde immer noch, dass es richtig schön aussieht. Wie ihr seht, bin ich gerade woanders. Ich bin bei meinen Eltern über Weihnachten und ich habe meine Stricksachen natürlich dabei und wollte euch gerade mal ein Update zu der Strickradlerhose zeigen. So sieht es gerade aus. Also ihr seht, hier habe ich das Bein ein ganzes Stück weiter gemacht und hier kommt dann das andere dran. Hier in der Mitte habe ich die Maschen zugenommen und jetzt hier auch schon um einige Reihen weiter gestrickt, einige Runden. Und da werde ich jetzt auch schon nochmal hier wieder ein Bündchen dran machen. Ich denke, dass ich das hier unten eins rechts, eins links mache, damit das ein bisschen dehnbarer ist als hier oben, weil ich hier einfach ein bisschen mehr brauche am Oberschenkel, damit das auch dann passt. Und das passt auf jeden Fall sehr gut. Ich habe das schon mal getestet. Ich zeige euch das angezogen nochmal, wenn ich hier nochmal ein Stück weiter gemacht habe. Sonst hängt hier so mein halber Po raus. Aber genau, das sieht gerade so aus. Also es sieht aus, als würde es hier sehr weit werden. Aber wenn ich das anhabe, passt es ziemlich gut. Also ja, so sieht es gerade aus. Ich habe hier auch jetzt keine Abnahmen oder sowas mehr gemacht, sondern einfach geradeaus weiter gestrickt. Ganz entspannt am Feuerchen bei meinen Eltern. Bisschen genießen, dass es hier einen Kamin gibt. Und stricke weiter. Und ich habe jetzt das Bündchen getestet, einfach auch mit der 4 mm Nadel in rechts, links ein bisschen dunkel, ne? Man kann es nicht so gut erkennen, in rechts-links abwechselnd zu machen. Aber es gefällt mir nicht so richtig gut. Also es ist ein bisschen zu weit und irgendwie sieht der Übergang auch nicht richtig schön aus. Also ich glaube, ich muss das nochmal mit 3,5 mm Nadeln oder 3 mm Nadeln machen oder eben auch wie den Anfang, wie ich das oben gemacht habe. Da habe ich aber auch, ich muss mal gucken, was ich mir aufgeschrieben habe, aber ich glaube, ich habe die auch mit 3,5 mm Nadeln gemacht und vor allem eben im Doppelstrick. Und ich glaube, dass ich das hier unten vielleicht auch machen müsste. Ich habe aber die Sorge, dass es dann zu eng wird, sich so zu sehr zusammenzieht, so am Oberschenkel, dass es irgendwie komisch aussieht. Vielleicht muss ich dann da noch mal ein paar Maschen da zusätzlich aufnehmen. Aber so wie es gerade ist, gefällt es mir auf jeden Fall nicht. Also mache ich das nochmal auf. Ich glaube, ich hatte das schon mal in anderen Videos erwähnt, aber ich mache das immer so beim Aufribbeln, dass ich eine Runde, bevor ich die Maschen aufnehmen möchte, aufribbel und dann jede einzelne wieder aufnehmen kann und dann Stück für Stück. Also ich habe jetzt hier noch eine Runde drauf mit den mit diesem Senfton und dann kann ich jetzt jede einzelne Masche aufsammeln und in dem Moment den Faden rausziehen und dann verliere ich auch keine Maschen. Also ich ziehe immer in dem Moment an dem Faden, in dem ich auch gleichzeitig mit der Nadel einsteche und dadurch geht mir dann keine Masche flöten. Ich glaube, ich hatte das schon mal erwähnt, aber genau, so kann ich dann jede Masche aufnehmen und, wie sieht man es so, hier an dem Faden ziehen und gleichzeitig die Masche mir holen. Genau, so mache ich das jetzt einmal rundum und dann teste ich das nochmal hier mit der dünneren Nadel. Ich hatte nachgeguckt, ich habe eine 3 mm Nadel geguckt.
genommen. Für euch ist es vielleicht nicht so lange, aber bei mir ist es schon ein paar Tage her. Ich habe es zwischendurch liegen lassen, das Projekt, weil ich dann erstmal an Weihnachtsgeschenken auch gestrickt habe. Ich bin wieder zu Hause. Es ist nach Weihnachten die erste, nach Silvester, wir haben Silvester hier gefeiert. Es ist die erste Januarwoche und ich bin an meiner Hose wieder dran. Und wie ihr seht, das eine Bein ist fertig. Es sieht so aus, als würde es sich unten sehr zusammenziehen, aber wenn ich es anhabe, passt es ziemlich gut. Und genau, jetzt werde ich die andere Seite aufnehmen. Ich glaube, ich hatte bei meinen Eltern noch diesen Stand auch gezeigt. Und genau, jetzt nehme ich die Maschen wieder auf von der anderen Seite. Und das mache ich genauso wie bei einem Pullover, wenn man da den Ärmel eben zunimmt. Und hier unten, wo ich die Maschen quasi genau zwischen den Beinen aufgenommen habe, da nehme ich eben neue Maschen auch drauf. Also draus auf. Jetzt habe ich es. Draus auf. Also auch genau wie bei einem Ärmel, wenn man zum Beispiel für bei der Achse nochmal ein paar Maschen zusätzlich zunimmt. Ja, genau, so werde ich das. So werde ich das jetzt hier auch machen. Genau, dann bin ich mal sehr gespannt. Ich mache da ein paar rein und dann zeige ich mal, wie das angezogen aussieht. Unsicher, ob man das wirklich genauso braucht oder ob man nicht doch lieber einen Rock daraus macht, aber es passt auf jeden Fall und ja, hier bin ich jetzt gerade am rechten Bein dran. Ja, so sieht es gerade aus. Ich mache da mal weiter, oder? Also erstmal ausprobieren, gucken, wie es aussieht, bevor ich mich umentscheide und einen Rock draus mache. Aber ich glaube, dass es ganz witzig ist. Ich weiß nur noch nicht genau, wie ich es dann wirklich anziehe. Aber das schaue ich mir dann an, würde ich sagen. Es ist der nächste Tag. Ich habe gestern noch einiges weiter geschafft. Also ich bin um einiges nochmal vorangekommen und bin jetzt gerade, habe den letzten Ringel gestrickt und ja, jetzt fehlt eigentlich nur noch ein bisschen weiß, so wie bei dem anderen Bein. Und dann ja, das Bündchen. Also ich komme sehr, sehr gut voran und ich werde heute fertig werden, ziemlich sicher. Also ich werde mich jetzt gerade noch gleich dran setzen, das fertig zu machen. Und ich finde, das Gefühl bei so Ringeln zu stricken, das ist einfach gut. Man hat einfach das Gefühl, man kommt sehr schnell voran. Ich finde, wenn man jetzt hier so wie bei dem Cardigan einfarbig so ein Ärmel strickt oder sowas, das kann sich mal schon ziehen, sodass man das Gefühl hat, dass man einfach nicht vorankommt, dass sich nichts verändert. Und ich finde, bei Ringeln, da weiß man mal, ah, die nächste Farbe, noch so viele rein, dann kommt die nächste Farbe und irgendwie gefühlt geht es einfach viel schneller. So sieht es gerade aus und jetzt ja, mache ich den mal noch weiter. Ist nicht mehr viel. Ich habe hier übrigens auf ein Nadelspiel gewechselt, weil ich von den 4 mm Nadeln nur so ein relativ langes Band hatte, beziehungsweise ein noch längeres. Und ja, es hat mich ein bisschen genervt. Und jetzt habe ich hier auf so ein Nadelspiel gewechselt, weil die auch die Seile von denen, die ich hatte, ein bisschen zu dick sind, um irgendwie das mit der Magic Loop Methode zu machen. Da war dann doch die Wolle zu fein für und das Seil im Verhältnis zu dick und da hätte man dann immer so einen Übergang gesehen. Deswegen habe ich jetzt hier ja, dazu gewechselt und das geht auf jeden Fall einfacher, ein bisschen entspannter zum Stricken und ist zwar jetzt immer sehr, sehr viele Maschen auf einer Nadel, aber das geht.
ihr seht, fehlt jetzt nur noch das Bündchen und da wechsle ich wieder auf die dünnere Nadel. Und so nimmt es doch Form an auf jeden Fall. Also ganz cute eigentlich. In der ersten Runde, nachdem man die Farbe wechselt, strickt man immer noch das Muster, was die Farbe haben soll, die man vorher drauf hatte. Also ich stricke jetzt eine Runde glatt rechts, weil ich damit ja die weißen, die jetzt noch hier auf der Nadel drauf sind, glatt rechts stricke. Und danach fange ich erst an, im Rippmuster zu stricken, weil ich dann die Maschen stricke, die sich dann auf der Nadel befinden. Das heißt dann erst diesen Gelbton. Also ich stricke jetzt hier diese weißen Maschen nach hier rechts rüber und fange jetzt erst an, mit dem senfgelben Faden zu stricken. Das heißt, ich stricke jetzt hier glatt rechts, obwohl ich ja unten am Bündchen dann hier mein Rippmuster stricken möchte, also eins rechts, eins links. Und ich stricke hier glatt rechts, weil die weißen Maschen natürlich glatt rechts sein sollen. Und die stricke ich ja jetzt hier ab. Und damit die da drunter glatt rechts sind. Also das ist manchmal so ein bisschen so ein Denkfehler am Anfang, dass man dann denkt, ja so, jetzt möchte ich natürlich diese Farbe hier rechts links haben. Das heißt, man strickt die dann auch schon in der ersten Runde rechts links. Aber da strickt man dann erstmal noch glatt rechts. Und dann in der nächsten Runde fange ich dann hier an, rechts links abwechselnd zu stricken. Genau, hoffe, das macht irgendwie so Sinn. Aber das ist auf jeden Fall bei vielen am Anfang so ein Denkfehler, den man, genau, bei so Farbwechseln mitbedenken muss. So, jetzt kann man es eigentlich ganz gut sehen. Hier habe ich jetzt die weißen Maschen noch rechts gestrickt, das heißt, die liegen hier glatt rechts drauf. Und jetzt habe ich hier angefangen, die senffarbenen eben ja rechts, links abwechselnd zu stricken. Das heißt, die liegen jetzt hier auch rechts, links abwechselnd drauf. Genau, also ihr seht, ne, jetzt hier, ab hier stricke ich rechts, links. Jetzt mache ich mich ins Italienisch abketten und guck mal, wie hübsch das Knäuel von innen aussieht. Wie so ein kleines Sternchen. Süß, ne? Irgendwie hübsch, wenn Knäuel davon immer so eine andere Form irgendwie annehmen. Naja, genau. Jetzt werde ich das jetzt hier noch italienisch abketten, der Nadel. Und dann muss ich mich mal an alle Fäden machen. Hier hängt nämlich noch richtig viel an Fäden drin rum. Die müssen gleich mal alle vernäht werden dann auch. Ich bin schon sehr gespannt. Sieht aus wie so eine kleine Pumphose, weil sich das hier so zusammenzieht. Aber das ist so dehnbar, das wird dann relativ glatt am Bein. Habt ihr eben schon gesehen, als ich es anprobiert habe. Und ich habe das gerade fertig abgekettet und jetzt mache ich mich an all diese Fäden, die hier drin noch rumhängen, dass ich die mal vernähe. Weil, ja, da gibt es noch einige. Hier überall hängen sie noch. Ja, da mache ich mich jetzt mal dran. Hat euch gefallen, dass ich euch mal ein bisschen bei einem anderen Prozess mitgenommen habe, einfach bei einem Experiment für mich selber auch. Und ich hoffe, es hat euch gefallen, dass ich euch mitgenommen habe, wie ich zum ersten Mal eine Hose stricke. Und ich bin gespannt, was ihr sagt, wie man sie so stylen könnte oder ob ihr sie auch im Alltag tragen würdet. Ich glaube, da bin ich noch nicht ganz mutig genug für und für mich wäre es so eine Hose zum Entspannen zu Hause, wenn eine Jogginghose zu warm ist und
dann vielleicht eher eine kürzere, entspannte Hose. Sie ist auf jeden Fall sehr bequem und ich finde, mit den Streifen sieht sie auch sehr süß aus. Aber ja, ich bin mir noch unsicher. Vielleicht traue ich mich im Frühling ja, sie draußen zu tragen. Dann werde ich ein Bild auf Instagram posten. Ansonsten ist es, glaube ich, für mich eher eine Entspannhose für zu Hause. Ja, ich bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt und ob ihr schon mal eine Strickhose gestrickt habt. Ich finde ja auch so lange Strickhosen, die sehen dann schon wieder sehr cool aus, um sie auch draußen zu tragen. Naja, ich bin gespannt, was ihr sagt. Und wenn ihr jetzt selber auch was stricken möchtet, dann verlinke ich euch da mal eine Anleitung zum Stricken. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut, ihr Lieben. Ciao!